Cello, meine Damen und Herren, auf eure Anfrage gibt es jetzt mal wieder ein Inventory Showcase. Das letzte ist vom 17.02.2020 und heute gibt es wieder ein weiteres Update. Es hat sich einiges getan und vor allem eine Waffe hat da ganz besonders überrascht. Zuerst werde ich euch jedes Mal bei den Accounts zeigen, wie sie aufgebaut sind. Dazu gehe ich hier auf die Preissortage und dann können wir gucken, was halt ganz oben steht, was ganz unten steht und so weiter. Und dann gucken wir uns einzelne Skins an. Das hier ist der Main-Account, hier kommt der zweite Account und hier der dritte Account. Auf diesen drei Accounts, also der Dummwabbler, Frauenarztbesucher und Guschtel, sind die gesamten Skins verteilt. Und ja, über diese Ansicht kann man bereits recht gut sehen, welche Skins eben die wirklich dicken oder ausschlaggebenden Skins auf den einzelnen Accounts sind. Wobei hier auch nicht alles korrekt ist, also da sind unter anderem ein paar Skins dann doch zu günstig drin. Dafür zeige ich euch dann gleich noch ein Beispiel. Gehen wir aber zuallererst mal auf den Main-Account. Hier sieht man direkt das, was ich vorhin angesprochen habe. Und zwar hat diese Mac7, Cincidea oder Kin, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, die hat jetzt über die letzten paar Wochen oder sogar Tage extrem an Wert zugelegt. Also die war vor kurzem noch bei 150 Euro gestanden. Dann ist sie auf 750 hochgeschossen und innerhalb von 4 Stunden auf 1000 bis 1500 hochgeballert. Das war eine Riesenüberraschung, die den Account Value natürlich nochmal ordentlich angehoben hat. Wenn eine Waffe von 150 auf 1110 steigt, ist es natürlich ein extremer Anstieg vom Gesamtwert des Accounts. Auf diesen Seiten wird, wie gesagt, alles nach dem ungefähren Steam-Preis berechnet. Darum gibt es dann natürlich auch Skins, die aufgrund ihres Patterns eben nicht korrekt berechnet werden. Darunter fällt zum Beispiel die Ocean Man, also die Case Hardened 5.7. Die ist in Battlescared und ist hier angegeben mit 5,12 Euro. Das ist dann diese hier. Und da das Pattern aber so rare ist, ist die eigentlich viel mehr wert. In diesem Rechner steht es aber nicht drin. Also ihr könnt euch hier unten mal die, ich hocke natürlich genau davor, das Wear-Rating und so weiter anschauen. Bei der wurde mir im Stream eben gesagt, dass die deutlich mehr wert ist als nur 4 oder 5 Euro. Also das wäre wohl auch im dreistelligen Bereich, wäre das Teil unterwegs. Es haben sogar ein paar gesagt vierstellig, aber ich kann das sowieso nicht einschätzen. Sie ist auf jeden Fall mehr wert halt als 5 Euro. Sowas kommt, wie gesagt, öfter vor, dass du halt irgendeine Wumme am Start hast, die ein gewisses Pattern hat und Steam sieht es aber nicht, also das erkennt es nicht. Es sieht einfach nur eine 5.7 Case Hardened und dann wird die auch genauso berechnet. Skinpreisanstiege, die übrigens auch noch festgestellt wurden, sind unter anderem bei der Vulkan. Da war ich mir selbst nicht mehr sicher, wie viel die wert war, aber ich hatte sie, und so hat das Sansa eigentlich auch gesagt, so als 50, 60 Euro Skin abgespeichert. Aber die ist jetzt aktuell, wir können mal gucken, das müsste eigentlich schon hier drin sein, oder? Die ist auf 229 Euro gestiegen. Die Teile ballern gut rein. Und ich nehme an, dass das rein von den Zahlen her der Hauptgrund ist, warum ich jetzt innerhalb von einem Jahr um fast 5000 Dollar angestiegen bin vom Inventory Value, weil die ganzen Skins halt auf einmal so viel teurer geworden sind. Es kam natürlich auch ein bisschen was dazu, so zum Beispiel diese Hydra Gloves, die hat Saikusa gerade letztens wieder rausgehauen. Vielen, vielen Dank dafür, Saikusa, du Edelmann. Das war natürlich nicht das Einzige, aber da sich die Trades bei mir über drei Accounts verteilen und meistens der zweite Account angetradet wird, also der Frauenarztbesucher, gibt es hier gar nicht mehr so extrem viel Neues drauf. Da das Ganze hier ja ein Showcase ist, zeige ich euch jetzt einfach mal ein paar Dinge, die den Account halt so extrem wertvoll machen. Da ist natürlich hier ganz vorne mit dabei mein Knife. Das ist mein Main Knife, das ich auch aktiv spiele. Für alle, die ganz neu sind oder die sich halt auch dafür interessieren. Dieses Knife habe ich, so wie alle anderen Skins, auch von meiner Community geschenkt bekommen. Und das war was Besonderes. Da haben wir einen Livestream gemacht, da haben einige Leute zusammengelegt. Das ist, glaube ich, 4, 5 Jahre her. Und da haben sie mir dann dieses Knife geschenkt. Ein Kollege von mir war noch hier. Ich war kurz aus dem Raum draußen. Der Trade wurde angenommen, das Knife wurde eingestellt. Und ja, ich habe dann mit dem Teil direkt spielen können, als ich zurückkam. Natürlich voll überrascht, was da Geiles auf mich zukommt und so. Das war eine ganz schöne Sache. Ist nach wie vor mein teuerstes Item. Es stand, glaube ich, mit 1100 oder 1200 Euro jetzt gerade in diesem Rechner drin. Es ist halt ein, das muss ich jetzt aus dem Gedächtnis heraus direkt richtig sagen. Also es ist kein Fire and Ice, sondern es ist ein Maximal Fake Fire and Ice. Also ihr wisst, ich kenne mich kaum mit Skins aus. Darauf wurde ich hingewiesen, dass das eben so heißt. Und ich versuche mir es zu merken, aber ich krieg's nicht hin. Und ich denke nach wie vor, dass das so mein teuerstes Item ist in diesem gesamten Account. Dann natürlich dieser Überraschungskandidat, die Mac7 Cinquedea, die habe ich von Gurkenplay, vielen, vielen Dank, Brad, geschenkt bekommen vor einem Jahr, glaube ich. Da haben wir ein Case-Opening gemacht
Und es kam eigentlich nur Schotter raus und er hat gemeint, hey, gönn dir. Ich habe das damals schon nicht gewusst, dass die damals schon einen gewissen Wert hatte. Die stand dann da auf, ich glaube, 50 Euro oder sowas. Und irgendwann hat dann Saikusa gesagt, hey, guck mal wieder nochmal bei dir hier in den Wert rein von dem Teil. Und überleg mal, ob du dich nicht überschwänglicher bedanken möchtest. Und ich gucke rein und sehe, da war die 50 Euro wert. Und ich so, Alter, heftige Geschichte, ne? Dass das Ding so viel wert ist. Und jetzt werden, wie gesagt, manche für 1500 verkauft. Und das ist schon insane. Es wird sicherlich auch wieder fallen. Dieser Wert von dem Teil wird hundertprozentig auch wieder runterfallen. Aber alleine der Anstieg von 50 auf 150 hat mir schon den Kopf weggeblasen. Und dann von 150 auf 750, 800... Da war ich eh schon komplett geplättelt. Auf dieses Teil folgen dann, glaube ich, die USPS Kill Confirmed. Die ist natürlich auch absolut geil. Also die spiele ich schon eine ganze Weile. Ich habe zwar die Pistolen immer mal wieder durchgewechselt, man sieht es auch an den Kills, dass ich halt auch gerne andere Waffen gespielt habe. Ich habe auch lange eine Orion gespielt und andere schicke Dinge. Aber bei der Kill Confirmed bin ich schon hängen geblieben. Also das Ding ist komplett nice. Sieht ultra geil aus, ist tatsächlich in Minimalware hier am Start und ja, bockt. Also gerade die Farbgebung gefällt mir sehr gut. Ihr wisst ja, ich bin Hyperbeast-Fan und die sieht natürlich nicht aus wie eine Hyperbeast, aber von der Farbgebung her, dieses Rote und auch mit dem Totenkopf und so, erinnert mich zumindest ein bisschen daran. Und ja, ich denke, das ist für mich halt einfach so der Skin schlechthin für die USP. Es gibt dann natürlich auch noch schöne andere USPS-Sets, zum Beispiel die Neo-Noir, auch extrem geiles Ding. Nur ist da kein Star Trek dran und ich bin halt Star Trek Fanatiker. Gut, P2000 spiele ich nicht oft, wobei diese Scorpion auch irgendwie was hat, die ist schon ziemlich neu. Die Flashback habe ich die ganze Weile gespielt. Ich habe auch die hier gespielt, nur ohne Star Trek. Und ja, und die Torque. Ist es die Torque, die ich immer gespielt habe? Nee, schade. Die habe ich über die Zeit rausgehauen, wegen den Kills, hätte mich jetzt interessiert. Die Gnarl sieht auch cool aus. Die P2000. Ja, und darauf folgen dann, glaube ich, schon ein ganzer Schwung an Skins, die in einer Preisklasse liegen. Wie halt zum Beispiel die Vulkans. Ich weiß nicht, warum auf der einen Seite nur eine Vulkan aufgeführt ist. Die andere findet man dann nicht. Einmal die hier mit diesen blauen Stickern drauf und dann einmal eine ohne. Ich weiß gerade nicht, in was für einer Condition die sind. Minimalware. Und wie gesagt, das war auch nochmal eine richtige Überraschung, ne? Also Sanse meinte, wow, guck mal bei der Vulkan rein, wie teuer die geworden ist. Und ja, also die Dinger steigen im Moment alle, oder nicht alle, aber einige Skins und vor allem auch Kisten steigen im Moment halt gerade stark im Wert. Ich wollte jetzt gerade mal bei der Neon Rider reingucken, aber da habe ich noch nicht mal ein Angebot gefunden. Da ist gerade keins drin für eine Wellworn Neon Rider in Steady Tracky. Wobei ich jetzt auch nicht hier aktiv reingucken will, welche noch gestiegen sind. Es reicht ja schon zu wissen, dass manche gestiegen sind und eben auch nach wie vor steigen. Ja, also wie gesagt, die Neon Rider ist natürlich auch nochmal generell ein schnickes Teil, ne? Die bockt rein. Vielen Dank, Ghost Rider, du guter. Die gute alte P90, Noob, P90 mit 69 Kills, die darf ich nicht mehr verändern, das muss genauso draufbleiben, ne? Also 16er Optimoppel. Natürlich die Hyperbeasts, die ich extrem geil finde. Also man sieht es auch hier an den Killy Vanillis, die spiele ich schon eine ganze Weile. Das macht halt einfach Spaß. Also eine von denen ohne Star Trek, das ist die hier, die habe ich, die spiele ich gerade aktuell komplett, ne? Genau, die spiele ich gerade gar nicht mehr, das Papas Eisen. Ich spiele die, weil das meine allererste Hyperbeast war, die ich selbst gezogen habe in einem Case Opening. Ich habe am Anfang 2-3 Case Openings tatsächlich gemacht für YouTube und da selbst auch reingecashed. Und in meinem ersten Case Opening habe ich die gezogen. Die letzte, die 10. Kiste. Hat die hier rausgeballert. Und wenn man sich da meine Reaction anguckt, ich so, ja, naja. Ich wusste halt generell nicht, dass die Sachen was wert sein können. Ich dachte, es geht da nur ums Aussehen, wie bei Skins halt üblich. Ja, und dann sieht man nach hier unten läuft das halt dann eben einfach aus. Also es gibt, wie gesagt, dann noch Skins, die auch hier bei den Nicht-Red-Geschichten dabei sind, wie zum Beispiel eben die Ocean Man, die halt reinballert. Ne? Vom Preis her ballert die ordentlich rein. Vielleicht wissen ja auch einige, was die gerade aktuell so kostet. So eine Ocean Man Number One High in Battle Game, wie gesagt, die Daten habe ich ja vorhin gezeigt. Also die scheint wohl nicht komplett billig zu sein. Ja, also das ist, da ist sicherlich einiges dabei, von dem ich nicht weiß, was es, wie zum Beispiel hier bei der Redline. Die habe ich ganz, ganz, ganz am Anfang mal geschenkt bekommen. Da ist so ein Crown-Sticker drauf. Ich weiß nicht, was das Teil im Gesamten dann halt wert ist, aber da haben auch schon viele gesagt, wow, da ist einer mit Crown-Sticker und hin und her. Und Lirum Larum, das sind sicherlich alles Dinge, die halt in diesem Programm nicht so berechnet werden, wie sie berechnet werden sollten. Also ich nehme an, dass es wahrscheinlich etwas mehr als diese 12.000 Dollar sind. Aber ich nehme trotzdem einfach diesen Preis, den sie mir angeben. Ich sehe gerade, ich habe hier unten noch diese Icarus Fell. Ich glaube, die ist auch ein bisschen gestiegen.
Da haben sie gerade letztens im Stream von geschwätzt, ich glaube von, was haben sie da, von 150, 160 irgendwie auf 250 oder sowas. Also ja, das ist natürlich auch ein sehr, sehr geiles Teil, die Ikarus Fell. Also auch schöne Farbgebung und so weiter. Geil. Ja, dann gehen wir, würde ich sagen, einfach mal noch Richtung Zweit- und Dritt-Account. Ich mache die Sachen hier im Main-Account auf. Ich gehe nur raus auf Steam und klicke halt da ein bisschen rum und öffne euch dann die Dinge über den Account, dass ich mich jetzt nicht umloggen muss. Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen krampfig. Also wie man hier sehen kann, hat der Frauenarztbesucher sein Value hauptsächlich über die Knives, die halt auf dem Account liegen. Wobei das hier, das geht bald raus. Also eigentlich bleibt das hier nicht liegen. Eigentlich bleiben die Sachen da generell nicht liegen, weil das ja diese ganzen Skins, die ihr gesehen habt, sind ja die Pools für die Giveaways. Also die gehen ja, da sollen ja alle irgendwann rausgehen. Und das ist tatsächlich das nächste Knife, das es geben wird im Stream. Ah, da ist ja sogar ein Bild. Ach, guck mal, da kann man ja sogar Bilder angucken. Ach Gott, ach Gott. Das ist das nächste Knife, das es im Stream geben wird. Darüber sind die Preise schon mal dick am Start. Dann haben wir hier nochmal eine Case Hardene drin. Ja, eine Kill Confirmed haben wir eben schon gesehen. Was ist die? Ah, die ist Battle Scared. Die Handschuhe, stimmt. Das sind die. Ah, und die Committed Dragon. Die ist auch 50 Euro, wer guckt sie an? Die habe ich damals von Rick geschenkt bekommen. Da ist sogar ein Namensschild drauf, da steht Rick is with you drauf. Rick ist immer mit mir. Ja, und da unten flacht es dann schon langsam ab. Also versteht mich da nicht falsch. 5 Euro sind 5 Euro. Das ist schon auch Geld, ne? Nicht, dass ich jetzt da hocke und sage, ja, kann Schwarz schmeißen. Nee, nee. Heftige Geschichten, ja? Ich meine, wenn du dir überlegst, dass diese Pixeleien, diese kleinen Pixeldinger da, so viel Geld kosten können. Ja, selbst 2 Euro sind ja dann für Ingame-Pixeleien irgendwie schon Quatsch. Wenn man das so ganz, 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 ganz deep überlegt, ist es durchgedreht. Nice to have und so weiter, aber must have auf keinen Fall. Wenn ihr irgendwann Geburtstagsgeld bekommt oder irgendwas, kauft euch keine Skins. Auch wenn es jetzt vielleicht dumm wirkt, wenn ich das sage mit diesen Inventaren voll Skins, aber das sind Dinge, die ich von meinen Zuschauern geschenkt bekomme, beziehungsweise geliehen bekomme für Giveaways. Also nicht geliehen bekomme, sondern das heißt hier, nimm dieses Knife oder diese Waffe und hau die in einem Giveaway raus. Boom. Ich nehme die natürlich gerne an und verschenke sie auch sehr gerne weiter, aber gebt euer Geld nicht für so einen Schotter aus. Kommt lieber zu mir, greift euch die hier ab in den Livestreams und in den Videos und sowas und zack. Ach, weißt du was, ich lock mich jetzt doch geschwind um. Da muss ich hier nicht rumkacken. So, und schon sind wir da. Da ist es insgesamt ein bisschen einfacher, die Sachen zu zeigen. Ja, zweiter Account ist nicht so gestopft, aber für einen zweiten Account dann doch irgendwie stark. Also wenn man sich die Sachen hier oben anguckt, das ist eigentlich nicht gang und gäbe, dass man da so Zeug rumliegen hat. Aber ihr seid da doch einfach krass. Ne? Also es war ganz am Anfang so, dass der Account leer war und ich den nur gemacht habe, dass man da, wenn es denn Skins oder Kisten oder irgendwas gibt, die man mir geben möchte für Giveaways oder auch für mich selbst, dass einfach Platz ist, weil mein Main-Account immer voll war. Man kann nur 999 Items haben, mehr nicht. Zumindest war es früher so. Und wenn du dann einen Trade bekommen hast und schon voll warst, konntest du den Trade nicht mehr annehmen. Dann kam irgendein Fehler. Und wie gesagt, dann kamen halt Leute rein, die gesagt haben, wie, du hast da keine Handschuhe auf dem Account, komm, nimm. Oder wie, du hast da kein Messer, komm, nimm, und hin und her. Dankeschön. Wirklich ein riesen, riesen Dankeschön an meine Community. Ihr seid einfach krass. Wirklich komplett krass. Ja, also, ihr habt es ja gesehen auf der Seite, der Value setzt sich hauptsächlich ja, aus den Kniffligen natürlich zusammen. Da sind richtig fette Teile am Stiesel. Das hier ist sogar ein Steady Track Knife, das ich eigentlich hauptsächlich spiele auf dem zweiten Account. Außer ich habe halt, oder wir haben wieder ein neues Kniftelchen für die Giveaways oder als Verschenkung drin. In den Streams, also eigentlich mache ich das immer in den Streams, weil in den Streams ist halt einfacher, Aktivität abzuprüfen. Ne, auf YouTube können so viele Grasdackel rankommen, so viele Fake-Accounts und englisch sprechende Dödel, die dann irgendwas abgreifen. Ich will ja, dass ihr das bekommt, also meine Community, die Bubbler und nicht irgend so ein Dummbeutel. Deswegen ist das hier gerade aktuell drin, weil es das halt dann demnächst auch wieder gibt. Dann haben wir hier noch der Credit Card. Ich weiß, das sollte eigentlich gar nicht auf den Account, sondern an den Girly-Account, also an den von meiner Mademoiselle. Aber ich habe es immer noch nicht rübergeschickt und sie war seit, keine Ahnung, habe ich sie hier, warte. Seit 5 Monaten war sie nicht mehr online. Ja, dann haben wir noch die Gloves. Die zählen natürlich auch nochmal auf den Wert oben drauf. Sehen ganz schick aus, ne? Kann man nicht meckern. Und logischerweise auch wieder hier die Kill Confirmed. Die ballert einfach gut rein. Die ist dick im Wert am Start und ist auch ein schönes Teil natürlich, ne? Die Empress trägt natürlich auch nochmal einiges an Wert hinzu, nehme ich zumindest an. Die sieht sogar voll schick aus. Was ist denn die? Ah, viel testet. Wird die nur dunkler, wenn sie kaputter wird? Ich gucke ganz kurz, was die gerade aktuell wert ist. Ach, guck mal, da 30 Euro. Läuft. Ja, eine AWP Neon Noir natürlich noch. Ja, Licky Schmecky. Ja, weiß ich, sag natürlich. Ja, Neon Noir habe ich eigentlich auf jedem Account 3-4 Mal drauf. Nicht. Da haben wir noch von Saikusa die Corticera. Heißt die Corticera oder sowas? Das kann man doch irgendwie nachgucken. Ja, Corticera. Ich weiß, ihr seht das Overlay nicht. Ich habe die Aufnahme nicht so an, dass man das Steam Overlay auch sieht. Aber die. Ach so, was war die jetzt wert? Ach, 15 Euro, glaube ich, oder 10.
Ja, 10,77. Ja, hier ist es dann natürlich kein so großer Wert, weil da nicht so viel drauf liegt. Aber nichtsdestotrotz hat er halt dann seine, holy shit, 1.622,71 € am Start. Das ist schon ein Brocken. Also da macht halt dann die Fülle der Gegenstände natürlich den Bock doch sehr fett. Also allein das hier ist ja schon ein Häufchen, wenn das da unten noch dazukommt. Und zu guter Letzt gucken wir jetzt noch auf den dritten Account. Da ist eigentlich so gut wie gar nichts. Denn der ist in meinem normalen Betrieb halt nur für die Giveaways zuständig. Also alles, was man mir geben möchte, schickt man an diesen Account. Und alles, was man von mir erhält, bekommt man von diesem Account. Wobei ich nicht wirklich trade. Also ich trade nicht Dinge gegen andere Dinge, sondern mit diesem Account schicke ich euch Trades ab und nehme Trades an. Aber da geht es immer um Einseitiges. Wenn ihr mir was schenken wollt, könnt ihr das auf diesem Account gerne machen. Wenn ihr was gewonnen habt, ein Giveaway oder sowas, bekommt ihr dann von dem Account halt euren Gewinn. Da sind aktuell die Driver Gloves drauf. Das muss doch laden. Dann haben wir hier natürlich noch Sticker von Reifezeit. Guck mal, der ist 38 € wert. Holy Shibri. McSeven haben wir hier noch drauf. Die Chainmail. Die ist so viel wert, what? Das sind so Sachen, weißt du, die hast du einfach nicht auf dem Schirm. Du denkst in einem Giveaway, komm, ich hau noch irgendwas Kleines noch hinten raus und dann ist das Ding 12,30 € wert. Na gut, die sieht ja fast hässlich aus, oder? Also ich bin jetzt halt kein Chainmail-Fan. So Kettenrüstung oder sonstiges, überhaupt nicht. Nee, die sieht nicht so aus, als wenn sie, was, 12 € oder was wert wäre. Ja, und das war's eigentlich schon overall so mit den, ich sag mal, Top-Skins. Es gibt sicherlich noch welche, die ähnlich wie die Chainmail oder dieser Oceanman bei mir rumliegen, von denen oder von dessen Wert ich nichts weiß. Die gehen vielleicht irgendwann mal lucky an jemanden raus und ich rechne nicht damit, dass sie so viel wert sind. Also grundsätzlich ist es auch vollkommen chillig. Ne? Also wir haben schon dicke Sachen rausgehauen. Ich glaube, das krasseste war Knife für $450, das wir verschenkt haben im Livestream. Das ist gar kein Problem. Nur haben wir im Livestream, ich habe ja vorhin diese Aktivität angesprochen, eine Stream-Währung. Die bekommt man nur, wenn man im Stream ist und halt einfach zuschaut, aber dafür halt kostenlos. Und mit dieser Währung kann man sich dann immer Tickets für die Giveaways kaufen. Und Giveaways von kleineren Dingen, wie jetzt halt, was weiß ich, sowas hier, eine Danger Close, die wird halt dann zum Beispiel, keine Ahnung, 5 Bubble Dollar kosten oder 10. Aber ein Knife für $400 müsste halt dann schon eher so Richtung, weiß ich gar nicht, was haben wir da gehabt? 4.000 Bubble Dollar, 40.000 Bubble Dollar? Ihr wisst, was ich meine, es müsste angepasst werden. Und es gab eben auch schon die Fälle, dass ich halt Sachen für deutlich weniger Bubble Dollar rausgehauen habe, als sie eigentlich wert sind. Für mich ist es dann an sich nicht schlimm, weil ich meine, ich will es euch ja eh schenken. Es ist ja eh Gönnung. Nur für die Economy des Streams ist es dann nicht so gut, denn es muss ja auch dicke Sachen geben, die dann wiederum die Kassen der Zuschauer etwas leeren, dass sie halt nicht unendlich viele Bubble Dollar ansammeln. Sind übrigens hier am Start, ne? Ein Bubble Dollar. Ich sag schon seit über einem Jahr, dass ich mir neue ausdrucken muss, weil ich die einmal komplett nass gemacht habe. Ich trinke halt hier immer im Stream und sowas. Guck mal, der andere hinten. Das sind die Bubble Dollar, die man sammelt. Natürlich digital. Und mit denen tritt man bei den Giveaways bei. Ich habe mich jetzt aktiv dazu entschieden, jetzt nicht jeden einzelnen Skin auszurüsten und den im Spiel rumzuhampeln und was weiß ich, weil es halt so viele waren und ich halt kein Ding-Video machen will, das eine Stunde geht. Ich denke, es reicht vollkommen aus, wenn ich die halt hier so zeige. Klar ist das Ingame nochmal was anderes, aber ich denke, das ist für euch nicht so interessant, oder? So reicht's vollkommen. Ja. Ich muss hier natürlich am Ende einfach nochmal ein großes Dankeschön raushauen. Dankeschön an meine Community. Denn die Skins, alles was ihr hier seht, ist zu 99% von meiner Community. Einfach kostenlos an mich übergeben worden, geschenkt. Entweder heißt es hier für ein neues Giveaway oder hier mach was du willst oder hier behalt es bitte. Ich will, dass das schön auf deinem Account liegt und du deine schöne Erinnerung an mich hast oder sowas. Und Steam braucht wieder eine Ewigkeit, um mich umzuloggen. Ach komm, ich mach schon mal die Abmoderation fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es wurde angefragt, wie gesagt, also alle, die mich halt so von den Videos und Livestreams kennen, wissen, dass ich kein Flexer bin, der sagt, guck mal, und sowas, sondern wenn ihr das sehen wollt, dann mache ich sowas gerne von meiner Seite aus, muss damit aber nicht großartig pompös rumgeschisselt werden. In den Streams ist es halt dann so, dass wenn neue reinkommen, die meistens dann sehen, wie ich halt gerade das Knife in der Hand habe oder sowas, also wenn wir halt reindaddeln. Und dann fragen sie direkt, wow, ein Fire and Ice, wo kommt das her? Und dann gucken sie bei mir in den Account rein und sehen, wow, die Skins. Und kannst du mal zeigen, was du für Skins hast? Das ist irgendwie immer dann die Frage, auf die es hinausläuft. Mittlerweile bin ich übrigens endlich wieder umgeloggt. Sodele. Jetzt noch ein winziges Schlusswort. Ich weiß, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Es ist wirklich wichtig, dass ihr wisst oder lernt, dass man für die ganzen Skins nicht sein Geld rausballern sollte. Geht nicht auf die ganzen Seiten und kackt da rein, gambelt und was weiß ich alles und so weiter. Wenn ihr unbedingt was wollt, kommt zu uns ran
und macht einfach bei den Giveaways mit. Wir haben schon, wartet. Wo ist mein Blog? Ich glaube 44 oder nee, mittlerweile 45 Knives verschenkt. Wir haben ein oder zwei Paar Handschuhe verschenkt und über Tausende von Skins, Graffitis und Stickern. Also ich sag mal, wir haben seit 4 Jahren den Stream, 3-mal die Woche, und ich hau in jedem Stream 2 Skins, 1 Sticker und 1 Graffiti raus. Immer. Und das seit 4 Jahren, 3-mal die Woche. Könnt ihr ja ausrechnen, wie viel es ist. Ich glaube, es sind schon einige Dinge. Und natürlich ist das nur das Minimalmaß. Es kommt immer wieder was dazu, dass man sagt, komm, ich hau noch ein Patch raus. Oder jemand von euch sagt, ich habe noch 3 Skins, die verschenke ich mit dazu. Schreibt das einfach mit auf und dann trade ich die an die Leute, die gewonnen haben und so. Also, ja. Kommt da lieber zu uns oder auch zu anderen Streamern. Greift da lieber was ab, als halt euch da irgendwie in die Unkosten zu stürzen. Wenn ihr einen fetten Geburtstagsbonus bekommt, also Geburtstagsgeld meine ich jetzt, oder auf der Arbeit einen Weihnachtsbonus, ich kann es euch nicht empfehlen, das in Skins reinzustecken. Es sieht zwar schön aus, das ganze Geblinkel, und es ist natürlich auch alles, es hat alles einen Geldwert, aber ja, wenn ich mir jetzt halt ein Knife, das 2000 Euro wert ist, für 2000 Euro kauf, klar, gibt es auch die ganzen Spekulanten, die sagen, ich warte, dann ist es 3000 wert und so. Stellt mit eurem Geld lieber gescheite Sachen an, als dass ihr da rumkeckelt, ja, und lasst euch da nicht blenden. Das Spiel macht auch ohne Skins Spaß. Und falls ihr dann doch unbedingt Skins kaufen und verkaufen wollt, dann schaut doch gerne bei meinem Partner Skin Baron vorbei. Denn da könnt ihr euch zumindest sicher sein, dass ihr nicht irgendwie abgerippt werdet. Deutscher Support, wobei ich es hier am liebsten auf Englisch stelle, also die Seitensprache. Deutscher Support, man kann hier reindödeln. Ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel hier sowas seht, wie 104 Euro, denkt euch, wow, das ist ziemlich gut. Was kostet es denn aktuell auf Steam? Draufklicken. Oh, es kostet 167 Euro auf Steam. Da kann man schon was sparen. Das ist bei den meisten Skins hier so, dass die deutlich günstiger sind oder zumindest etwas günstiger. Aber natürlich, es ist ein Marktplatz, denkt dran, können da auch extrem teure Sachen drin sein, aber das ist eher nicht die Regel. Und da ihr immer hier draufklicken könnt und nachschauen könnt, guck mal da, was das für ein Unterschied ist, seht ihr es ja auch direkt. Also wer unbedingt mit Skins was rumnudeln will, kann hier gerne vorbeigucken. Da könnt ihr euch halt sicher sein, dass die Sachen ankommen und dass da nicht irgendwie eine Trickserei oder sowas am Start ist. Jetzt machen wir aber den Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Bewertung und die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wahrscheinlich nächste Woche Montag. Aktuell lade ich nur jeden Montag und Mittwoch hoch. Und morgen im nächsten Livestream ab 18 Uhr. Livestreams gibt es 3-mal die Woche. Und in jedem von diesen Streams gibt es eben Giveaways. Ja. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Die gehen im Schnitt 4 bis 6 Stunden. Und da wird gemeinsam geballert, gemeinsam Spaß gehabt und eben auch Skins verteilt. Haut da rein, meine Damen und Herren. Later. Aber Moment. Wir müssen uns erst noch um unsere Patrons und Kanalmitglieder kümmern. Vielen Dank und schön, dass ihr da seid.